mit der 24. Die beiden werden also im hinteren Teil des ersten Feldes starten. Und sehen Sie die Menschen hier im Girmspül. Und wir verfolgen Bruno Kernen auf der Fahrt mit der Kamera auf der längsten Rennstrecke der Welt. Sind wir bereits im Ziel, Estunde? Ich weiß nicht, was da läuft. Jetzt sind wir wieder live drin. In der Fahrt selber. Über die Lauberhornschultern runter. Ganz kurz etwas zur Piste. Die Piste hat sich eigentlich nicht stark verändert. Wir haben es im Vorprogramm schon gehört. Da und dort sicher ein paar Schläge weniger. Da sind schon fast 300 Fahrten gemacht worden. Die Schläge probieren wir zwar auszubessern, aber man schafft es nicht ganz. Die starke Rechtskurve, man spürt, man sieht es ganz leicht glitzern. Das ist blankes Eis darunter. Das ist alles mit Wasser präpariert worden. Und das wird eine von der schwierigsten Stellen, die hier, die Linkskurve zum Hundschopf. Sprung, Anfahrt, Minschkante, jetzt da vorne dann der Wechsel nach rechts. Fliegender Wechsel, allglatt auch Canadian Corner. Da muss man einfach in der Linie bleiben, wo man dann zufällig hat. Da hat man nicht mehr viel Schrübeln dran und dann Einfahrt Alpweg. Tempo im Bereich von 105 bis 110, dann die starke Rechts-Links-Kombination. Und wir haben in der Training gesehen, dass die Stelle da, die Ausfahrt, das Tempo, das man da an dieser Stelle hat, entscheidend wird sein für alles, was jetzt kommt. Werden wir in der Live-Reportage nicht mehr sehen, aber man spürt es da in dieser Fahrt. Da werden die Ski im Moment flachgelegt. Allerdings darf der Fahrer sich nicht grösser machen. Er muss tief bleiben, weil das Tempo ist doch recht hoch. Lange Dreie. Es sind sehr viele Zehntel liegen geblieben bei vielen guten Abfahrern, weil die Kurven stärker drehen als andere Jahr. Sie sind unruhiger, sie sind allglatt. Es braucht eine konsequente Führung vom Ski. Und jetzt, ich fahre wieder einen Eckschuss. Fertig mit Sonne, nur noch Schatten und zusätzliches Tempo wird höher, bis 140 km pro Stunde, auch höher. Seilersbude, unbedingt das Tempo mitzunehmen, der Linkskurve, langzogene Linkskurve als Anfahrt zum Silberhornsprung. Sprung, der eigentlich ohne Probleme ist, nur man darf sich nicht verwischen lassen, der Körper muss vorne bleiben. Und da brennen die Füße, da brennen die Beine und man weiss, jetzt kommen die zwei schwersten Kurven der ganzen Abfahrt. Links andriften, jetzt auf Druck gehen, auf Zug gehen, abstechen, andriften noch eins und jetzt auf Zug gehen für die Ausfahrt. Bruno Kernen, der Lauberhornsieger von 2003. Agiert also jetzt als Kamerafahrer. Er ist glücklich im Ziel unten angekommen. Besten Dank für die Bilder.